82.000 Zuschauer im Berliner Olympiastadion erleben das erste deutsche Spiel gegen Chile. Gegen 10 Chilenen bleibt es beim 1:0. 22. Juni. Auf dem Hamburger Hauptbahnhof treffen die DDR-Fanbrigaden ein. In beiden Teilen Deutschlands werden Radio und Fernseher auf Lautstärke gedreht. Exkurs Nummer 8 für die Bundesrepublik Deutschland. Auf Sparwasser. Schöne Aktion. Schussmöglichkeit und Tor. Wobei sich sehr schnell herausstellte, dass diese Niederlage eine der wichtigsten und positivsten war in der Geschichte des DFB. Weil wir ohne diese Niederlage niemals Weltmeister geworden wären. Ich habe das Spiel gesehen in einer Kneipe südlich von Bremen und da fiel das erste Tor für Holland. Und dann habe ich Hurra gerufen und das haben die Deutschen verstanden. Der Schreck sitzt tief bis zur 26. Minute. Jetzt muss er die Nachmachen, Elfmeter! Elfmeter für Deutschland! Und dann fiel das 1:1 für Deutschland und dann habe ich wieder Hurra gerufen. Dann haben sie mich rausgeschmissen, einfach aus der Kneipe. Das geht natürlich nicht, die kann es nicht für beide sein. Der Ball bei Bonhoff gelandet im 16-Meter-Raum, spitzer Winkel zum Tor. Da kommt der Ball auf Möller, der dreht sich um die eigene Achse, schießt und Tor! Tor durch Gerd Müller! Und das Spiel ist aus! Einmal Weltmeister zu werden, da kommst du schon in die, ja, in die Ahnengalerie, würde ich einmal sagen, denn das ist höchst, höchst selten. Es war die höchste sportliche Auszeichnung oder Erfolg, den man haben kann.